Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 90 von Star Vector mit dem Mod Ironclads. Ja, sind wir wieder drinnen in unserem Spiel. Lassen wir mal weiterlaufen. Wir flogen gar nirgendwo hin, sehe ich gerade, aber wir wollten zu diesem Station Wreck. Da wollten wir hin. Dann fliegen wir doch da mal hin. Gucken, was da ist. Das können wir wahrscheinlich nur so ein bisschen ausbeuten. Entweder mit Vorsicht ein bisschen Rohstoffe oder mit vollem Risiko und, ne? Aber die ersten zwei Optionen sind schon mal ausgeschlossen. Na, dann gehen wir dahin, without, und dann haben wir 277 Low-Tech-Komponenten bekommen. Gut, was passiert denn? Okay. Was haben wir denn für ein Problem jetzt? Überladen wahrscheinlich, ja? Nicht wirklich. Wann ist denn... Oh, 58 pro Tag. Okay. Also ich denke mal, wir fliegen zum Sprungtor zurück und erstmal raus aus dem System. Ja, weiß ich auch schon. So, jetzt haben wir gleich keine Supplies mehr, wie ich das gerade sehe. Das ist nicht gut. Irgendwo war hier eine Station. Da ist er. Fliegen wir mal besser dahin. No Supplies, jetzt geht's rund. Ja, weiter, egal, können wir jetzt auch nicht ändern. Combat Readiness nimmt jetzt gerade rapide ab, ne? Ist klar. Was ist der Accident Report? Neptune. Damage Ship und was hat es? 23% runtergegangen oder was? Deployment Points oder was möchte mir das jetzt sagen, ne? Gute Frage. Jetzt zur Station und dann gucken wir weiter. Jetzt sag nicht, wir können hier keine Supplies kaufen. Nein, können wir hier nicht kaufen. Okay. Das ist ja ganz schlecht, ne? Haben wir jetzt gar keine Möglichkeiten, oder? Eine zweite Station gibt's hier ja nicht, oder sehe ich das falsch? Kann man hier jetzt gerade auch nichts erkennen? Ne, da ist nichts. Das ist aber doof, ne? Das ist aber ganz doof. Supply, da war doch die nächste Möglichkeit aufzutanken. Ja, vorher kommt noch ein Screen, wetten? Nein, doch nicht. Zehn Tonnen. Ja. Irgendwie kann man da immer nur 10er Schritte jetzt kaufen, oder was? Und die rennen immer noch so runter. Ja, da können wir erstmal ordentlich einkaufen, ne? Das günstige ist, ist eine andere Frage, ne? Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt gekauft habe. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, warum das jetzt gerade wieder so ist. Ist immer noch 204. Eigentlich sind wir nicht überladen, meine ich. So, dann nochmal hin.
Nochmal ordentlich eingekauft. So, dann lief. Und ab zum Sprungtor. Keine Ahnung, welches näher ist. Ich glaube dann das. Aber jetzt geht hier die Rate gerade runter. Okay. Wird gerade was repariert, oder was? Hatten wir irgendwelche Schäden oder so? Weiß ich auch nicht. Komisch. Aber naja. So, wo sind wir? Da sind wir. Und wo wollten wir hin? Gute Frage, ne? Ich glaube zum Piraten und dann dahin, ha? Oder? Machen wir, glaube ich mal. So, da sind wir. Nach Rimo. Wir wollten auf jeden Fall hier zu unserem zweiten Stützpunkt hin. Ist nur die Frage, ob wir hier lang fliegen wollten oder da lang. Ich denke mal, wir machen das so. Ja, da Produktion läuft. Da einmal rein und gucken, was im System los ist. Hier waren wir noch nie. Oh, relativ groß, ne? Und da ist wahrscheinlich ein Station Wreck. Da ist auch noch eine Station. Da ist, ja. Dann sag schon, das Piratennest. Gucken wir, was dafür. Ja, das andere können wir ja nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier, egal ob es ein Piratennest ist oder nicht, erstmal Dingens aufkaufen. Ich glaube, da können wir mal noch so viel dabei nehmen. Und Fuel nehmen wir auch noch mit. Und Confirm. So, das soll es gewesen sein, oder? Bestimmt ein paar schicke Wappen hier, aber jetzt nicht. Special Offers. Scramble Devices. Okay. Diese Wellables braucht man, um dann, ne, zu dem gehören. Hier wollte ich reingucken. Ja, da gibt es ein paar Schiffe zu kaufen, aber selbst die Piraten haben nur Transporter für uns. Wie sehe ich das? Nein, die haben auch andere Sachen. Aber nicht so irgendwie was Interessantes, ne, außer vielleicht den ersten hier. Der kostet aber 42.000 Credits. Und die haben wir noch nicht mal mehr. Den Rest brauchen wir irgendwie nicht. Gut, das heißt, wir sind hier durch. Leave. Und wieder ab zurück zum Sprungtor. Da unten ist zwar ein Station Wreck, aber ich glaube, da fliegen wir jetzt mal besser nicht hin. Nee, das ist Chef wahrscheinlich. Ja, gucken wir mal, dass wir dann weiterkommen. Fliegen wir über Omos oder fliegen wir direkt? Komm, wir fliegen direkt dahin. Gucken, dass wir das schaffen. Ja, jetzt sind nur noch 8 Supplies pro Tag hier, ne? Das ist wahrscheinlich die normale Stufe. Keine Ahnung, warum das so war. Haben wir irgendwas gekämpft? Ich glaube nicht, oder? Oder war das das Problem, dass wir bei so einer Station waren? Oh, wir haben Flow Fuel. Na, da können wir nur in der Sprungtor fliegen wahrscheinlich, ne? Oder? Ne, ging doch okay.
So, jetzt müssen wir gerade gucken, wo wir hin müssen. Ein bisschen größer mal machen. Das war nix. Ach, da unten ist unsere Station. Fliegen wir doch da erstmal runter. Da ist er ja auch schon. Wunderbar. Oh. Ich glaube, die produziert gerade ganz gut Supplies, ne? Und Fuel natürlich auch, ne? Ich glaube, ich packe das mal alles ein. Und verkaufe das direkt nebenan. Ich glaube, die freuen sich. Was brauchten die denn hier noch? Low-Tech-Components, um das zu produzieren? Weiß ich jetzt auch gar nicht. Oder Industrial Equipment könnte auch sein. Wenn das Industrial Equipment ist, dann produziert die gleich ja nicht mehr, ne? So. Da wird ja nichts sein, oder? Doch, da liegt immer noch ein Tag da, ein Frachter vor der Station. Gut, das war's, glaub ich, hier. Gehen wir darüber. Ja, okay, da sind wir aber schon bei der nächsten Station. Das war jetzt kurzer Sprung nur. So, gucken wir erstmal hier. Raw Minerals können wir hier kaufen oder Exotics. Okay, die haben wir noch alle dabei. Schön. Hier haben wir schon 3000 überladen. Und dann müssen wir das so machen, ne? Das tauschen wir mal gerade gegen das aus. Na, jetzt auch egal. Nehmen wir mal nochmal 100 mehr. So. Das können auch noch weg. So, jetzt sieht's gut aus. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld gekriegt. Gut. Dann war's das eigentlich schon hier, oder? Können noch ein bisschen mitnehmen. Und die haben nur noch 100. Haben wir gekauft. So. Repair Ships. Wie nochmal? Geht? Wie oft geht das denn, ne? Das war's. Gut, dann machen wir uns auf zum Sprungtor. Das ist das nächste. Und dann wieder in die Tiefen des Weltalls zu verschwinden. Da ist es. Sprungtor. Ja, da müssen wir hin, ne? Ciao. Weiter rauszoomen kann ich gar nicht. Doch, das ging ja. Supplies Fuel geht runter. Rasend schnell, oder? Ist doch eine Entfernung dahin. Sollten wir aber schaffen, oder? Ja, no, nicht genug Industrial Equipment steht da. Gut. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch schon wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.